letzte Wort möchte ich den Herrn Dr. Dunkel. Ich habe mich da wirklich zu Unrecht geehrt, aber gut. Man hat uns immer erzählt, von interessierter Seite, dass wenn im Hafen das Wasser steigt, alle Schiffe steigen, nicht nur die großen, auch die kleinen. Man hat uns erzählt, dass wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch den Menschen gut. Das kann man auch heute noch oft hören. Das hat vielleicht noch einigermaßen gestimmt bis vor 20 Jahren. Seitdem geht es den Menschen gleich gut oder gleich schlecht und der Wirtschaft geht es immer besser. Die Statistiken sind in diesem Fall völlig eindeutig. Sie müssen dann auch heute hören, dass die Handelsabkommen damit verteidigt werden, und da wird es selbsthüllend, dass die Wirtschaft damit ihr volles Potenzial entfalten kann. Ja. Dieser Ausdruck müsste jedem Bürger, der auf seine Rechte achtet, jedem Demokraten, jedem Menschen, dem es nicht, der nicht CEO von irgendeinem Konzern ist, einen kalten Schauer über den Rücken jagen. Vorrangig dazu da sind, das volle Potenzial der Wirtschaft zu entfalten, dann möchte ich nicht dabei sein. Es gibt aber nun bitte etwas zu bedenken. Wir haben es hier mit einer neoliberalen Doktrin zu tun, die seit ungefähr 80 Jahren vertreten wird. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und sie mag damals noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben, wo man sagte, Nationen, die Handel miteinander treiben, schlachten sich nicht auf Verdun-artigen Kriegsschauplätzen gegenseitig zu Millionen ab. Das hatte sozusagen einen guten Anlass und einen guten Sinn und einen guten Anfang. Damals waren aber diese Personen, und das daraus schätzen wir gut, waren diese Personen, die Neoliberalen, eine kleine Gruppe von Spinnern. Wer damals das Sagen hatte, das war Keynes und waren die Keynesianer. Bis 1944, 46, 47. Erst danach kamen die Neoliberalen zum Zug. Aber seitdem feiern sie Triumphe. Und wir sollten bitte uns nicht damit begnügen und uns nicht daran freuen, dass wir irgendeine Wasserrichtlinie aus irgendwelchen Abkommen da rausgehen und woanders reingekriegt haben oder was. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, dass, wenn CETA gestoppt wird oder wenn TTIP gestoppt wird oder TISA oder was. Denn das sind alles nur Etappensiege. Der Kampf des Gegners geht weiter. Vor 15 Jahren habe ich ein Buch herausgegeben über das multilaterale Abkommen über Investitionen. Wir waren die Ersten, die in diesem Buch den deutschen Text überhaupt veröffentlicht haben. Der war damals genauso geheim, wie heute die Verhandlungen geheim sind. Und wir haben damals den deutschen Text veröffentlicht. Dann scheiterte das Ding. Nicht unbedingt an dem Widerstand der Aktivisten, sondern womöglich auch an den USA selber, die eine 309-seitige Liste von Ausnahmen geltend machen wollten, oder die Franzosen, die gesagt haben, das unterschreiben wir alles nicht, dann machen wir nicht. Aber die Freude über das Scheitern dieses Abkommens war groß. Und Seattle to Brussels und andere hat sich das auf die Fahnen geschrieben. So ein Triumph ist leichtfertig, weil er die eigenen Widerstandskräfte schwächt. Der Widerstand muss erhalten bleiben, selbst wenn diese Abkommen gestoppt werden. Ich habe Ihnen das Schlusswort völlig zurechtgegeben. Wir können das besser machen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für die rege Beteiligung. Entschuldige mich für meinen kleinen Moderationsfehler. Wie gesagt, also Moderation in so einem Raum ist schwierig. Und wünsche Ihnen guten Nachhauseweg und wünsche Ihnen, dass Sie nicht glauben, dass mit der Stimmabgabe schon alles gelaufen wäre.